So, hallo liebe Freunde, mein Name ist Michael G. Punkt. Ihr habt sicher festgestellt, dass die Welt um euch eventuell zusammenbricht, dass einige Dinge, die an euch herantreten, euch belasten, euch aussaugen, auslaugen, Energie rauben. Wenn ihr das ändern wollt, dann kann ich nur eins empfehlen, und das ist die Selbstermächtigung eurer Aufmerksamkeit und die Steuerung dessen. Ihr könnt das bewirken, ihr könnt daran arbeiten, ihr könnt in euch gehen und nur da findet ihr eure Lösung. Wenn ihr euch ständig durch die Reize von außen beeinflussen lasst und die Lösung auch nicht dann darin liegt, diese Reize auszumerzen, weil es nicht geht. Ja, ihr könnt keinen Einfluss darauf nehmen, jedenfalls nicht in der Form, dass ihr im Außen versucht, irgendwas zu verändern. Jedenfalls könnt ihr da nicht viel tun. Die Erkenntnis dessen, die Selbstermächtigung, die Selbstkontrolle, die Kraft in euch zu aktivieren, ja, eure Aufmerksamkeit auf euch zu lenken, umzukehren, nicht im Außen den Reizen nachzugehen, sondern aus euch heraus selbst eine Welt zu erschaffen und zu erdenken, die ihr erleben wollt. Dann gebe ich euch den Rat, wendet euch an Jivaku. Jivaku. Jivaka World ist ja ein YouTube-Kanal. Hat mir sehr geholfen, wieder zu mir zu finden, in meine Mitte zu kommen, wieder die Ruhe in mich einkehren zu lassen, selbstbewusst zu werden, Energie aufzubauen für mein Leben, für meinen Körper, für mein Bewusstsein, um es auszudehnen, zu entfalten. Ja, das Wesen an uns selbst ist ja bei jedem gleich, ja, egal wie du aussiehst, ob du jetzt eine Frau, ein Mann oder sonst was bist, ja, ein Hund, eine Katze, die haben ja alle dieselbe Lebensenergie. Wir können sie steuern, wir haben unser Bewusstsein, wir haben unseren Geist. Versucht es einfach mal, oder besser gesagt, nehmt es als Lösung an, geht in euch hinein, sucht eure Programmierung, die euch daran hindern, in eure eigene Kraft zu kommen. Versucht diese Sachen auszumerzen, zu vergeben, wie Joako sagt, und neu zu konstruieren. Stellt euch einfach vor, wie eure Welt aussehen soll, wo sie hinführen soll. Und diese Energie, diese Aufmerksamkeit da reinzulenken, wird euch ein anderes Leben bescheren. Ein glücklicheres Leben, ein erfüllteres Leben, eins in Liebe, euer Herzchakra, wie ihr es auch immer nennen wollt, wieder zu aktivieren. Zu fühlen, keine Bio-Roboter mehr zu sein, in eurer Selbstverantwortung zu gehen, das Lenkrad in die Hand zu nehmen, die Kontrolle oben in der Kommandozentrale wieder zu übernehmen, nicht durch irgendwelche Ego-Programmierung, die euch von außen gegeben wurden. Einfach ihr selbst zu sein, das Original zu werden, wieder dahin zurückzufinden, euch mit eurem Wesen zu verständigen, dass die Lebensenergie spendet, eure Antriebsenergie ist ja völlig zwanglos, frei, unzerstörbar, endlos, allwissend. Ihr müsst euch nur damit befassen. Ihr müsst damit in Kontakt treten, in euch. Und nur da findet ihr die Lösung. Gut, das war's von mir. Mein Statement dazu. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich sag's deshalb, nicht weil ich euch davon überzeugen will, das müsst ihr selber machen. Es ist für jeden seine eigene Aufgabe. Macht's einfach. Und ihr werdet sehen, euer Leben wird sich zum Positiven wenden. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, lasst euch nicht beirren von äußeren Reizen, geht in euch, sucht eure Klarheit, sucht eure Wahrheit, da findet ihr sie. Ich wünsche euch alles Gute, tschüss.